Hallo und herzlich willkommen zu S Heute mit der 6392 aus dem Jahr 1985, 54 Teile, 8 Minifiguren. Ich habe es gesagt, The Big One, warum The Big One? Das hier ist die Anleitung. Ich habe die nicht im Original, ich habe die nur als äh, PDF. Aber ihr seht schon, eine Menge Baseplates dabei. Und äh, da fange ich auch jetzt mal mit an, mit den Baseplates. Also die Anleitung ist halt ne, ausgedruckt. PDF, Freunde, es ist brutal. Es ist das größte Set, ne? Deswegen auch so Big One, weil es einfach voluminös ist, oder? Oh ich schiebe das mal alles ein bisschen beiseite, dann kann ich euch das hier mal mit den Baseplates genauer zeigen. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier Baseplates, vier Baseplates dazu. Hier, das ist sozusagen, um das hier abzugrenzen, das Rollfeld, dass da niemand äh, sozusagen auf beiden, also nicht jetzt hier, aber auf äh, Ende der Seite wird das quasi abgegrenzt. Und wir haben hier eine ganze Menge grüne Plates noch, die dafür da sind, die ganzen oder die ganzen Baseplates sozusagen zu verbinden. Ich kann das nicht aufbauen, ich habe nicht so viel Platz. Also ihr müsst euch einfach die Startbahn vorstellen, diese Platte, und dann zwei Grad noch dran. Und dann hier, das hier ist für den Hubschrauber als Landeplatz. Was ist hier noch? Das gehört hier noch zu, während ich hier was abpflücke, weil das nicht so gut hält. Wir haben hier an der Bahn, da ich zeige das hier auch nochmal ganz kurz in der Anleitung. Wir haben hier an der Bahn seitlich immer diese Abgrenzung, diese Leucht, Leuchtsachen. Auch hier unten bei Hubschrauber in Blau zum Beispiel. Die habe ich auch. Ich nehme die mal in der Hand, weil das nämlich auch ganz schön viel Kleinkram ist und das ist mir auch zu viel gefuddelt. Also das ist quasi der ganze Kram. Der da irgendwie mit bei ist, der, ähm, ja, hier angebracht werden muss. Mache ich jetzt nicht, weil, ja, So viel Platz. Ich packe das gleich schon mal wieder in so eine Tüte rein. Nicht, dass mir das abhanden geht. So. Einmal das. Und das. Also, ihr könnt euch vorstellen, ne, ihr baut da wirklich vier Baseplates auf. Das ist schon eine Hausnummer. Finde ich. Das ist wirklich schon eine Hausnummer, ne? Also, irgendwie. Das hier, so zwei. Ne? Und dann stellt euch noch eine gerade hinten dran. Ist für das Rollfeld. Dann hat man diesen hier seitlich davon. Und vor diesem hier ist, kommt euch das Gebäude. Es ist einfach nur Volumen ohne Ende. Aber gucken wir uns erstmal die anderen Sets an. Wir haben hier so einen kleinen, wir haben hier so einen kleinen Transportwagen hier hinten drauf. Auch hier wieder als Minifigur. Da muss ich mal eben so Wall holen. Denn die Figuren sind jetzt nichts Besonderes. Aber ich zeige es euch natürlich trotzdem. Hier ist quasi ein Mensch auf einem Ladewagen. Seht ihr auch wieder der Flughafen-Aufdruck. Nichts Besonderes, sonst... Weiß, Arme und Torso. Der Wagen ist in Ordnung. Auch von der Größe. Da kann man eine Menge Gepäck drauf kriegen. Ist halt eine 4x4 Plate. Ganz schick. Als nächstes haben wir hier einen Hubschrauber. Ja? Hubschrauber hat hier einen Aufkleber. Wie gesagt, das Set ist von 85. Heißt, Aufkleber sind sogar noch drauf. Erstaunlicherweise. Und die Aufkleber sind ähnlich vergilbt wie, die Play äh wie der Brick. Gott sei Dank. Das heißt, es fällt nicht so sehr auf. Wir haben hier einen Piloten drinne, den zeige ich euch auch natürlich einmal. Sonst, ja, sonst ist es halt ein Standard-Hubschrauber, wie wir ihn von Lego kennen. Ja, die sind ja eigentlich immer recht gleich gebaut. Aber schick mit dem Weiß-Rot. Wie gesagt, die Aufkleber sind noch dran. Das ist das Positive. So, hier haben wir eine Mini-Figur. Ah, der Helm ist ein bisschen verrutscht. So. Hier auch der klassische Helm, wie man ihn kennt, ne? Der ähm, ja, dieser Motorradfahrerhelm, bzw. der Weltraumhelm, das man später genutzt hat. Dann steckt der Torso-Print. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Ist der Torsoprint print genau, von den Rennfahrern mit dem Reißverschluss, der quer rüber geht, auch schon ein bisschen abgenutzt, leider. Aber gut, ist vollkommen in Ordnung. Das nächste Element vom Flughafen ist das, was eigentlich den Flughafen ausmacht: Flugzeug. Flugzeug ist quasi, ihr habt ja auch dieses Transportflugzeug gesehen, was ich gebaut habe. Und auch ähm, das ähm, andere Flugzeug, das passt so, das ist so ähnlich gebaut. Ne? Man kann das jetzt hier aufklappen. Hat jetzt hier vier Sitze. Wir haben hier eine Gepäckablage. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ne? Also vier Figuren kriegen wir rein. Wir haben hier vorne den Piloten. Den pflücke ich auch mal eben raus. Ah! Das wird sogar schon beim. beim Aufbau wird sogar gemacht, dass die Figur reingesetzt wird. Das ist auch sehr interessant. Auch selten zu sehen. Aber ähm, die Anleitung, da muss ich gleich noch zum Schluss ein paar Worte verlieren. Also, was ist bei diesem Flugzeug nett? Also, wie gesagt, das hier hinten ist ein Print. Auch hier ist so dieses Flughafensymbol wieder drauf, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ja, der Aufklappmechanismus ist nett. Wir haben unten diese netten Düsen. Wir haben die Rollen, die man kennt von Lego. Ja, da ist jetzt... Ist halt ein Standardflugzeug und das tut, was es soll. Es ist ein Flugzeug, es fliegt, es ist stabil, fällt nichts ab. Ja, das ist super. Der Pilot ist natürlich auch super. Das ist der Pilotentorso, den habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, aber ich will euch den natürlich nicht vorenthalten hier. Da ist der Pilotentorso mit dem schönen Flugzeugwappen dran und natürlich Krawatte und Hemd unter seinem Anzug, sonst ganz normale. Diese Polizeimütze in Schwarz, die er trägt. Und jetzt kommen wir hier nicht zum Highlight, aber zum Hauptteil, sage ich mal, nämlich der Station. Das hier ist die Flughafenstation. Hier sind auch noch ein paar Figuren dabei, nämlich vier Stück, fünf Stück sogar. Und äh, die wollen wir natürlich jetzt auch nochmal uns genauer anschauen. Deswegen pflücke ich die einmal hier raus, einmal hier weg, einmal hier weg. Ja, Finger sind zu dick, ist für Kinder Es ist ein Spielset, das muss ich auch gleich dazu sagen, ne? Mit meinen dicken Griffeln gar nicht an die Figuren dran. So, und gehen hier oben raus. Der kommt gleich mit dem Sitz zusammen. Das war nicht so beabsichtigt. So, stehen wir zur Seite. Machen wir erstmal die Figuren. Das sind die letzten fünf. Wir haben zwei Passagiere und die haben einfach auch so diese. Ja, die, 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 die Standard-Torsos für Lego-Figuren in den 80ern. Ja, hier haben wir einmal dieses karierte Hemd. Lange Haare. Kleiner Koffer dabei. Die Koffer finde ich immer sehr cool. Sonst blau gehalten. Auch die zweite Figur blau gehalten. Mit Krawatte. Die normale Kurzhaarfrisur, wie wir sie alle kennen, von Lego. Dann haben wir hier einen Security Officer. Da Lego aber da keinen extra Torso-Print gemacht hat, haben wir hier einen ganz einfachen Polizisten. Geht auch als Security. Vollkommen durch. Ist auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir noch zwei Flughafen. Beamte, sage ich mal, die zeige ich euch gleichzeitig, denn da gibt es nichts viel Besonderes zu sehen. Ist beides gleicher Torso-Print, ja, also auch hier das Flugzeug: einmal mit langen Haaren, einmal mit kurzen Haaren, einmal rote Hose, einmal weiße Hose. Vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir haben hier sogar recht viel Flug. Wir haben hier sogar drei Leute als Flughafenpersonal plus den Security-Menschen. Jetzt kommt hier. Die Hauptattraktion, also das Gebäude. Das Gebäude ist hinten auf, ist ein Spielset. Ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben hier ein Aufkleber, hält auch immer noch, ist aber auch auf drei Bricks geklebt. Von beiden Seiten beklebt. Diese, wir sehen hier schon die Fensterfronten, natürlich alles abgegriffelt und so weiter, weil, ne, Spielset. Wir haben hier überall diese Aufkleber und drauf, außer auf der Tür. Der Aufkleber ist weg. Sonst haben wir hier überall diese Aufkleber drauf. Unten hier diese weißen, mal schief, mal noch schiefer aufgeklebt. Die Uhr hier vorne ist ein Print. Ist nicht aufgeklebt. Die Fenster hier, diese Diagonalen, die kann man sogar kippen. Wir haben so eine Kippfunktion. Das finde ich ziemlich cool. Ja, die kann man kippen. Wir, ähm, ich zeige euch gleich den Bereich in. Sonst haben wir hier vorne noch so einen Holzzaun. Hier so ein Windding. Wir haben hier einen Durchgang fürs Gepäck. Da wird nämlich auf der anderen Seite der Security-Manager sehen. Wir drehen das ganz um. Ihr seht, es ist eine halbe Baseplate auch von der Tiefe. Das Ding hier, das Ding rupfe ich halt immer ab. Das ist sehr fragil. Achso, hier oben noch kurz zu zeigen. Zum Funken haben wir hier oben eine super große äh, Satellitenschüssel drauf. Das kennen wir aus dem Weltraumbereich von damals. So, die Rückseite des Flughafens. Komplett zum Bespielen sozusagen. Wir haben, ich fange mal hier an, haben wir hier die Security-Anlage. Hier sind noch zwei transclear Dabei, dass man da auch schon durchgucken kann, hier kann das Gepäck durchlaufen von außen, ja, oder von innen durch, je nachdem, wie man es ausspielt. Der Security Man steht hier normalerweise, aber das kann man wunderbar machen. Wir haben hier den Eingangsbereich mit zwei Sitzen, auch sehr cool. Und hier auf der Seite steht noch also ein, ein Service-Mitarbeiter, eine Service-Mitarbeiterin des Flughafens. Das hier ist ein Telefon. Sieht es da, sieht es durch die Scheibe? Es ist ein Print, ja, also ein Telefon-Print. Denkt dran, 85 Computer äh, war nicht so, alles hier noch mit Telefon gemacht. Dann gehen wir den ersten Stock hoch. Da können wir hier hinten einen Pausenraum bespielen. Wir haben hier sogar noch zwei richtig coole Kaffeetassen mit Stühlen dabei. Und ganz oben die Station desjenigen, ja, der die Leute von A nach B schickt, der das Ganze koordiniert. Wir haben hier oben auch einen Stein, der ist auch bedruckt. Wir finden auch so ein Flugzeug. Habe ich gerade vergessen zu zeigen. Das ist auch, war auch schwer zu zeigen. Auch so ein Flugzeug drin. Sonst haben wir hier. Diese Drehmöglichkeit. Und was ich halt ziemlich cool finde, sind halt wie gesagt die Scheiben hier oben. Das ist halt super. Diese Transclear. Klar, wie gesagt, die sind jetzt nicht mehr so Transclear, aber sie sehen einfach super aus. Naja, und wenn man sich jetzt das Ganze mal so hinstellt, den Preis weiß ich nicht. Ich könnte ja unten in den Kommentaren schreiben, was das damals gekostet hat, das Set. Aber ich finde ja schon mal acht Figuren ziemlich cool. Ich finde es cool, dass es einfach mal ein verdammtes Flugzeug dazu gibt. Ich finde das cool, dass da so eine Station bei ist. Ja. Ich finde das cool, dass hier diese ganzen Plates bei sind. Ja, mit diesem ganzen Kram. Also, es ist einfach nach den kleinen Wagen, Gepäckwagen. Es ist voluminös viel. Für 450 Teile ist es einfach viel. So, was erwartet euch nächste Woche? Nächste Woche gibt es den Rest. Das sind noch Sets, die ich nicht mehr zusammenbauen könnte, weil Teile fehlten. Also, wird ein kurzes Video. Da zeige ich euch nochmal, was ich noch so gehabt hätte was ich aber nicht hab, so, da werde ich mal gucken, ob ich dann in das Video mal ein kleines Bild einblende, wie die Sets fertig aussehen. Wie gesagt, ich habe keine Anleitung nicht, sondern ich habe nur noch Teile rumliegen gehabt, die auf diese Sets hingedeutet haben und ich zusammengesucht habe, so best ich sie zusammenbauen konnte. Und danach gibt es erstmal von mir ein paar Livestreams. Die sind auch teilweise schon ein bisschen älter von Twitch. Die habe ich jetzt rübergezogen und die sind soweit von YouTube abgesegnet worden im Sinne von ähm, ja. Da gibt es kein Ur Urheberrecht-Problem, soweit ich das jetzt gesehen habe. Das heißt, es sind Aufbaustreams der wildwest West-Sachen, auch einiger City-Sachen. Dann, ähm, ja, und dann werde ich Aufbaustreams von ähm, meinen Mega-Constructs-Sets machen, von meinen Autos. Ähm, ja, und von Pokémon, was ich noch gebaut habe. Das kommt alles jetzt so nach und nach. Das werden halt langere Videos. Wie gesagt, habe ich immer zwei, drei Stunden gestreamt. Und wenn ich dann da, das ist mal jetzt so ein kleiner Break, den ich machen werde. Und danach geht es quasi, ihr habt ja auch schon gesehen, der das Intro ist schon ein bisschen überarbeitet. Ich habe bald ein neues Intro-Darstellungslogo, äh, Intro also die vier Schwerter werden verschwinden, da gibt es ein neues Logo. Ähm, ansonsten werde ich dann die Sets auch vorstellen, die ich dann gebaut habe. Also die Mega Constructs, Hot Wheels werden vorgestellt, die ähm, auch das Pokémon, was ich gebaut habe, andere Sets, die ich auch noch bestellt habe. Also es kommt jetzt nach und nach. Wir machen dann erstmal wieder ein paar Wochen was anderes. Also alternative Bausteine, die ich mir besorgt habe. Ich habe auch von Sembo noch ein Auto geholt und so weiter und so fort. Und dann muss ich mal schauen. Ich werde dann wahrscheinlich mit Weltraum weitermachen. Ich muss sagen, das Video nächste Woche habe ich schon vor diesem aufgenommen. Das heißt, dass ich dann wahrscheinlich sagen werde, wir machen mit Weltraum weiter. Wir machen erstmal den Break mit den Livestreams. Und dann werde ich mit Weltraum weitermachen. Es hat einfach den Grund, dass ich jetzt meine ganzen City-Sets, das Set muss noch nachgeliefert werden, alle anderen City-Sets sind quasi schon verkauft. Die sind alle weg, Grüße gehen raus. Und ähm, ich jetzt diese Weltraumsets aufbaue und dann, dadurch, dass ich sie aufbaue, doch mal überlege, ob ich sie wirklich behalten möchte oder ob ich sie auch verkaufe. Und dann bin ich nämlich auch wirklich meinen ganzen alten, alten Sachen an Lego los. Das heißt, dann wird Weltraum und das soll dann auch wieder weg oder nicht. Und nach Weltraum entscheide ich dann, wie ich weiter vorgehe. Das heißt, ob ich dann die ganze Geschichte mit den ähm, Star Wars-Sachen anfange, ob ich Brickheads mache, also ob ich bei Lego bleibe, ob ich dann hin und her wechsle. Das muss ich ein bisschen schauen. Wie gesagt, die Livestreams werden jetzt erstmal ab, über nächstes Mal dann ähm, erstmal die Plätze einnehmen. Wie gesagt, die sind aufgenommen, die sind auch schon, ähm, ja, müsst ihr euch nicht wundern. Wie gesagt, die sind nicht live, die waren live, die wurden gestreamt. Auf Twitch, könnt ihr unten schauen, twitch.tv slash grauer Panther 85. Da baue ich zwischendurch auch mal. Und äh, ja. Viel geredet, aber auch viel gesehen. Und ich glaube, damit kann man einfach sagen, das ist ein wunderschöner Flughafen zum Bespielen aller möglichen Art und aller möglichen Sachen. Das Livestream-Video, wie ich das aufgebaut habe, kommt auch noch. Ähm, ja. Da seht ihr mal, wie das Ganze dann auch auseinandergebaut, wie viel Masse das macht. Mir hat das Set Spaß gemacht zu bauen. Ich glaube, auch wenn man das so einem Kind gibt und sagt: Kind, hier hast du einen Flughafen, das ist egal ob 85 oder 20, 22. Ich glaube, man hat hier genug Spielwert für alles. Und ja. Und wenn dann nicht, mal dazu ist die ganze Menge Basic-Steine in Gelb dabei. Das muss man auch sagen. Gut, in diesem Sinne, ich danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen. Tag und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.